Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die schlechtesten Aktien der Börse. Heute mit der Mercedes-Benz Group. Viel Vergnügen. So, heute habe ich Ihnen mal die Aktien der Mercedes-Benz Group AG mitgebracht. Hier sehen Sie die letzten 3 Jahre und da werden Sie sagen, oh, was hat er denn? Der Kurs hat sich doch fantastisch entwickelt. Ja, hat er. Die letzten 3 Jahre kann man nicht meckern. Ne? Das ging schön aufwärts für die Mercedes-Benz Group. Aber eine Sache muss ich Ihnen sagen. Im Moment schrillen alle Alarmglocken. Nicht nur bei Mercedes-Benz, auch bei anderen deutschen Autoherstellern, aber auch der Chart schwächelt. Ne? Es geht jetzt nicht mehr auf neue Allzeithochs, sondern neue Jahreshochs hinaus. Und wenn, dann werden die sofort wieder verkauft. Also wir sind auf dem Stand vor, das war hier ein Jahreswechsel 21/22. Das ist ja ganz gut, wenn wir diese Delle 22 ausgebügelt haben. Aber zur Warnglocke. Die deutschen Autohersteller leben von Altaufträgen, die sie gerade abarbeiten. Das Neugeschäft ist dramatisch eingebrochen und bricht weiter weg. Die Leute können sich zum einen so teure Neuwagen nicht mehr leisten. Die Autohersteller haben durchschnittlich die Neuwagenpreise um 25% angehoben. Das heißt, für viele Leute ist ein Neuwagen schlichtweg nicht mehr leistbar. Und zum anderen diese ganze Unsicherheit, wie geht's denn weiter mit der Verkehrs- und Energiepolitik, die verunsichert die Leute zusätzlich. Das heißt, kaufe ich mir jetzt einen Benziner, ein rein elektrisches Fahrzeug, ein Hybrid, wie geht's überhaupt weiter? Wie entwickeln sich die Benzinpreise? Das ist alles, was die Nachfrage dämpft. Das sind alles so Faktoren, das Neugeschäft in diesem Jahr, also die Neuaufträge haben dramatisch einbrechen lassen. 28% seit Jahresbeginn. Das ist wirklich eine Hausnummer. Das ist quasi eine Neugeschäftsrezession und das Einzige, was den Autoherstellern, auch in der Mercedes-Benz Group, jetzt noch Geld bringt, sind die Altaufträge, diese Riesenlatte Altaufträge, die sich angestaut haben in der Corona-Krise, weil keine Teile geliefert werden konnten in ausreichender Anzahl. Die werden jetzt noch abgearbeitet. Aber das ist eine Sache von Monaten, vielleicht im Herbst hat sich das dann schon erledigt und dann wird sich das dramatisch auf die Ergebnisse auswirken und auch auf die Aktienkurse. Also Mercedes-Benz ist kurz vorm Absturz. Also kurz vor heißt in ein paar Monaten vielleicht. Aber die fetten Jahre sind definitiv vorbei. Und jetzt schauen wir uns aber mal diesen Chart nicht über die letzten 3 Jahre an, sondern über alles, was wir kriegen können. Und dann sehen Sie was sehr Erstaunliches. Das ist der Chart. 26 Jahre. Und dann sehen Sie, dass der Aktienchart dieses Autoherstellers eigentlich eine große Seitwärtsphase ist. Und im Moment ist er oben. In dieser Seitwärtsspanne oben. Und oben wird es immer gefährlich in der Seitwärtsspanne. Deshalb, Sie haben eine gute Chance mit der Mercedes-Benz-Aktie, wenn Sie auf fallende Kurse setzen. Wenn Sie auf steigende Kurse setzen, werden Sie sich wahrscheinlich die Finger verbrennen. Wir haben hier eine Widerstandszone um die 80 Euro. Und die ist schon mal, ja, Ende der 90er Jahre kurzzeitig nach oben ausgehebelt worden. Aber diese Widerstandszone ist sehr markant. Und ja, wenn man hier die Aktie shorten würde, hätte man ein schönes Abwärtspotenzial. Denn als nächstes wird die Aktie irgendwo in den Bereich 20 bis 25 Euro fallen. Also die wird sich wahrscheinlich vierteln in den nächsten Jahren. Das sind meistens längere Geschichten, außer hier 2008, da ist die Aktie gefallen wie ein Stein. Aber wenn wir das hier mal sehen, 2014 bis 2020, da hat es mehrere Jahre gedauert, bis die Aktie so tief runter abgestürzt ist. Aber es kam dazu. Und ich denke, dass wir jetzt in den nächsten Monaten hier an der großen Top-Bildung arbeiten und dann werden wir so eine ähnliche Geschichte sehen wie 2014 bis 2020, also ein mehrjähriges Siechtum mit einem dramatischen Kursverlust. Deshalb meine Warnung, steigen Sie aus der Mercedes-Benz-Aktie aus. Jetzt haben Sie richtig schöne Ausstiegskurse.
Und dann fassen Sie die Aktie die nächsten Jahre nicht mehr an. Und wenn Sie ein sehr erfahrener Anleger sind, dann können Sie anhand der Charttechnik ein knackiges, langfristiges Verkaufssignal in den nächsten Monaten erwischen. Und dann können Sie schön Geld verdienen mit fallenden Kursen. Mit diesen Aussichten und diesem guten Rat verabschiede ich mich für heute von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.